Yeah. Lamp City. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life and gonna. Herzlich willkommen zum neuen Video, und zwar wollten einige wissen, was ich alles für ein Zubehör an meinem Bike gebaut habe, was ich alles noch rangemacht habe, was ich verändert habe und auch noch, welche Ausrüstung ich noch alles habe. Das mache ich jetzt schnell in einem Video. Es sollte ja jetzt das Video vom Rennen kommen im Meltewitz. Es sind aber noch 3 Stunden, bis wir hinfahren, und ich habe keinen Plan, wie die Zeit totschlage. Jetzt zeige ich euch, was ich alles mitnehme und was ich alles an meinem Bike rangebastelt habe. Als erstes fange ich mal hier bei der Gabel an. Da habe ich seit Anfang an diese Mudscrapper drauf. Die habe ich jetzt schon ewig. Die sind von SKF. Die kommen hier halt so drauf und die kratzen den Dreck halt immer weg. Die muss man aber ab und zu auch sauber machen. Aber dadurch hält, finde ich, die Gabel viel, viel länger, bis die mal das Siffen anfängt. Das ist ganz praktisch, finde ich. Jetzt müsst ihr wissen, den Rest habe ich alles rangebaut, nachdem ich viel Geld ausgegeben habe. Ich habe dann erst festgestellt, was alles kaputt gehen kann, und dann habe ich mir die Sachen gekauft. Das heißt, hier habe ich am Kühler, da weil ich beim Erzberg den Kühlerschutz kaputt gemacht habe, Quatsch, weil ich am Erzberg den ganzen Kühler kaputt gemacht habe, so ein Alu-Kühlerschutz dran von Dovatec. Der ist halt richtig geil, weil seitdem habe ich keine Probleme mehr. Und ihr wisst ja, wie oft das Moped durch die Gegend fliegt. Das ist echt top. Ja, hier fehlen die Schrauben. Wieso fehlen hier die Schrauben eigentlich? Keine Ahnung, wo die Schrauben hin sind. Genau, zusätzlich habe ich dann, also gab es mit dazu, zu dem Kühlerschutz, den Lüfter. Der ist sonst nicht Standard dran, weil bei so tricky Zeug im Wald, wo man immer viel mit Kupplung arbeitet, da fängt so schnell das Kochen an, und da ist das Ding halt echt Gold wert, finde ich. Genau, dann seht ihr schon den hässlichen Krümmerschutz. Also ich finde den ist echt nicht schön, ich finde es geil, wenn man den Krümmer sieht mit dem Carbonschutz, aber ich habe letztes Jahr, musste ich 260 Euro für den neuen Krümmer ausgeben, weil er hier total eingedellt war. Ja, dann habe ich mir gleich dazu noch diesen Kühlerschutz, also Unterbodenschutz mit Krümmerschutz geholt. Sieht zwar hässlich aus, finde ich, aber er hat mir schon, wie ihr seht jetzt an den ganzen Spuren, schon wieder einiges an Geld eingespart. Genau, hier sind meine neuen Fußrasten. Genau, was habe ich sonst noch? Eigentlich ist sonst alles Standard. So, Bremsscheibenschutz vorne oder hinten habe ich nicht, weil da ist mir bis jetzt zum Glück noch nichts kaputt gegangen. Aber werde ich mir wohl auch mal holen, und genau hier bräuchte ich halt auch noch mal solchen für den Deckel, so einen Schutz. Aber irgendwann mal. Genau, den FMF habe ich mir nur gekauft, also der hat jetzt irgendwie keine, nicht weil es nicht mehr Power hatte oder irgendwas, sondern nur weil mir doch in Augsburg beim Sturz der Endschalldämpfer und das Heck abgerissen ist. Und da hatte jetzt der Originale, hätte 194 gekostet, und der schwarze FMF hat 240 gekostet. Dann dachte ich, scheiß drauf, der schaut geil aus, den kaufe ich mir jetzt einfach. Hier habe ich dann noch die geschlossenen Handbügel dran. Da streiten sich wieder alle, ewig viel sagen, da ist die Verletzungsgefahr so hoch, wenn man mal stürzt, dass man sich die Hände da bricht. Was weiß ich, wie das gehen soll, aber ich höre jetzt auch nicht drauf, weil die haben mir so, die Dinger haben mir schon so viel gebrochene Finger gerettet. Von daher lasse ich die jetzt dran. Ja, Hebel sind alle noch original, das ist sogar noch der erste. So, was habe ich noch? Reifen habe ich eigentlich schon lange immer, die Mitas EF07. Das ist jetzt der, also der mit einem grünen Strich, da gäbe es noch den weicheren, aber der hält bei mir immer nicht so lang. Aber ich denke, der taugt jetzt auch für Melz. Ich habe super Soft Mousse drin, das Ding ist wie ein Platten, das ist für Melz jetzt auch perfekt. Und ansonsten habe ich an dem Moped gar nichts verändert, halt die andere Plastikteile, anderes Dekor, aber das ist Schnickschnack, den man eigentlich überhaupt nicht braucht. Mir ist eigentlich eh auch immer wurscht, ob das Moped wunderschön ausschaut oder irgendwas. Es ist wichtig, dass alles funktioniert, und da gebe ich das meiste Geld dann aus. Nicht für irgendwelchen Bling-Bling-Kack, den ich eh nicht brauche, weil das meiste Geld geht echt dafür drauf, dass das Ding halt auch fährt. Und bis jetzt hat mich die Husky zum Glück noch nie im Stich gelassen. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so. Gut, das wäre eigentlich alles zu dem Bike. So, dann zeige ich euch, was ich als Ausrüstung habe. Ist auch nicht spektakulär. Stiefel, da habe ich zurzeit einfach irgendwelche billigen Alpine Stars, weil meine schönen Gerne-Stiefel sind leider kaputt gegangen, und ich habe auf die schnelle neue gebraucht und hatte es nicht so viel Geld, dass ich mir wieder 500 Euro Stiefel kaufe. Dann habe ich mir die einfach die geholt. Das ist jetzt ein bisschen teuer gewesen, das sind meine Knieorthesen. Die habe ich mir anfertigen lassen von Suicide Protection, und zwar, weil ich eh wegen dem Skateboard fahren früher, ich habe so krasse Knieprobleme, und beim Knie wollte ich jetzt wirklich kein Geld sparen. Also die Dinger sind echt top, die passen genau, ich kann mein Knie nicht irgendwie überstrecken. Ich finde die richtig geil. Die sind halt auch genau jetzt angepasst, dass sie an mein Knie passen. Die waren halt dann auch teuer, da glaube ich 370 Euro gekostet für ein Knie.
Aber beim Knie wollte ich jetzt halt echt nicht sparen. Genau, Helm habe ich einen Fox V1, diesen neongelben. Hätte auch gerne mal einen anderen. Ja, wie ihr seht, ich putze die Sachen voll selten, ne? Aber das ist irgendwie Zeitverschwendung, die sauber zu machen, weil die werden eh nach dem Fahren gleich wieder dreckig. Das Einzige, was ich mache, sind die Helmpolster immer waschen, weil die stinken immer wie Sau. Jetzt habe ich noch das vergessen, das ist auch ein Brustpanzer. Den habe ich mir damals auch bei Suicide Protection mitmachen lassen. Der ist auch genau angepasst an meinen Oberkörper. Mich nervt, dass da keine Ellbogenschoner dran sind. Ich hätte zwar extra welche zum Reinschlupfen, aber die sind so saunervig. Die rutschen dann immer runter und so. Also irgendwann hole ich mir wieder diese Protektorenjacke, die ich mal hatte. Okay, Neckbrace habe ich noch, das hängt aber im Bus, habe ich vergessen. Brillen habe ich die zwei, habe ich einmal die hier. Und meine gute, das ist meine Lieblingsbrille, aber da ist das durchsichtige Glas so zerkratzt, deswegen glaube ich, kann ich die beim Rennen morgen nicht benutzen. Das Spiegel, das schaut geil aus, aber damit sehe ich immer so schlecht. Und das ist eigentlich alles, was ich zum Fahren so mitnehme. Gut, das war dann ein kleines Video über mein Bike und über die Sachen, die ich habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video vom Rennen. Da geht es nämlich jetzt dann in 3 Stunden hin. Bis dann, tschüss.